Aber hier muss es da noch mehr Kohlenzeug zu entdecken geben, Mann. Mann, hier ist dieses große Bergding. Das war voll groß und es war ein Berg und da konnte man sich oben drauf stellen, Mann. Oh. Und guck dir die ganzen Häuser an. Guck dir die ganzen Häuser an. Oh, oh. Es ist Dr. Sets Werkstatt. Krankenhaus, Arztpraxis, was auch immer. Mann, es ist noch alles da, wo Sir war, aber die Regale sind alle leer. Aber hier ist noch der Medikautomat. Und es gibt hier coole Klassenmods, oh mein Gott. Und es gibt hier sogar gute Schilde. Ziemlich gute Schilde. Also zumindest für mich. Mann, das ist cool. Das kaufe ich mir. Na, mein Inventar ist voll. Ja. Moment, ich muss kurz was verkaufen, weil gib mir ein paar Sekunden. Mann, das ist so spannend und cool hier. Oh. Ja. Dann kommt das rein und das kommt dann hier hin, wird dadurch ersetzt und schon habe ich direkt viel mehr Schild und jetzt Munition, ganz viel Munition, Mann. Ah, ich weiß noch das Gebäude hier. Hier gab's eine Kiste, genau. Eine Kiste, Mann, William, eine Kiste. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Jede Menge von diesen Zeltdingsies. Und dann weiß ich noch, da konnte man oben drauf. Und da oben drauf war immer so eine coole Kiste. Ist die auch jetzt noch da? Ja, da, genau, die Waffenkiste. Die war da damals auch. Oh, das ist ja unfassbar. Wilhelm, alles ist noch da. Hier sogar der Waffenautomat. Oh mein Gott. Und hier diese Boxendinger. Mann, das ist so cool. Und dann hier und da und da und überall. Und oh, guck mal, hier gabelt sich der Weg. Ich weiß gar nicht, wohin als erstes. Oh Mann. Verdammt. Die verdammte Brücke tut's nicht. Will ein weiteres Sorry helfen? Nein. Ja, jemand ist hier durchgekommen und hat das Ding ziemlich zugerichtet. Aber ich kann dir helfen, sie zu reparieren. Alle Teile der Brücke sind in der Nähe. Ich schicke dir die Position des Ersten auf dein Echo. Du hörst, was der Mann, beziehungsweise die Sammlung aus Einsen und Nullen sagt. Finde das erste Teil der Brücke. Seth war immer nett zu mir. Eine Art Vaterfigur, ein weiser alter Mann, der medizinisch gebildete Psychopathin jeder im Leben braucht. Ist nur recht, dass er uns hilft. Ja. Ich mochte Zed. Er war so wunderbar. Er war der Einzige, der mich je verstanden hat. Du wirst es kaum glauben, aber er hat mir immer geholfen. Mann, das ist so cool. Also, die Brücke steckt in einer Art Datenstau fest, was auch immer, keine Ahnung. Ballere es weg. Was ist es? Oh mein Gott. Du solltest dir das Brückenteil einfach nehmen können. Nehmen. Ihre Majestät wird jetzt übernehmen. Wieder mal ein Tourist. Gekommen, um nach den Gebeinen einer verlorenen Zivilisation zu forschen. Ja. Die Position des zweiten Teils ist auf deinem Echo markiert. Ja. Ja, Wilhelm. Das ist Tennis. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh.
Mann, guck mal, dieses Haus mit diesem komischen Schild, Mann. Das würde ich jederzeit wiedererkennen. Hä? Diese Shotgun willst du sie haben? Was für eine Shotgun? Komm zu mir. Ach, kann man mal mitnehmen. Oh, eine geschlossene Tür. Boah, guck mal. Dieses Durcheinander muss natürlich beseitigt werden. Wir treffen uns weiter vor. Anscheinend helfen wir mit, diesen Saustall hier zu säubern. Aber das ist wohl nur die Spitze des Müllbergs. Du verstehst. Hey, das ist nicht nett. Das muss eine von Tennis alten Grabungsstätten auf Pandora sein. Sie ist intelligent, aber lieber allein. Da haben wir was gemeinsam. Mann, Tänzen, ich habe so viele Gemeinsamkeiten. Ha. Was? Es ist voll lustig, Mann. Wilhelm, du lachst ja. So habe ich dich noch nie erlebt. Bist du krank? Nein. Geranimo! Aber über dich, ich meine, mit dir zu lachen macht einfach Spaß. Ja. Nein. Oh, Mensch. Ja. So viel tote Zerstörung, genauso wie damals auf Pandora. Au! Oh, guck mal, ein Badass Psycho, oh nein. Oh, wo sollen wir jetzt erstes hingehen? Los, sag schon, los, sag schon, los, sag schon. Hier gabelt sich so viel. Da. Okay, dahin. Gehen wir als erstes dahin. Ich dachte, wir gehen zur Brücke, aber... Oh. Hallo! Oh, diese Musik! Das war immer meine Lieblingsmusik. Die lief auf diesem Radiosender auf Pandora, der von diesem Typen gemacht wurde, dessen Familie von Skeks gefressen wurde. Mann, dieser Kerl war so witzig, aber er hat leider einen Igel... Naja, er hatte nur dieses eine Lied. Also... Nun... Er wurde 2 Minuten später, nachdem er diesen Radiosender gegründet hatte, auch von einem Scrag gefressen. Deswegen hat er auch nie wirklich Moderation gemacht, außer die ersten 2 Minuten. Und dann lief dieses ein Lied dauerhaft auf Dauerschleife und es war der einzige Radiosender, der auf ganz Pandora empfangbar war. Aber es war ein toller Radiosender und dieses Lied war toll. Es ist ein tolles Lied, ein Lied, was man sich immer und immer wieder anhören kann. Aber da es das einzige Lied ist, was ich kenne, ist es auch mein Lieblingslied. Dieser Sound. Wilhelm, das ist so cool. Okay. Boah, geil. Geil. Wie diese komischen Plattformen, auf denen man stehen kann. Die schweben, Mann. Ist das nicht cool? Mann, ich will fast gar nicht weitergehen, aber hier gibt's noch so viel zu entdecken. Okay, William, wo gehen wir jetzt lang? Da. Okay, gehen wir nach da. Oh, 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 das kenn ich doch. Na toll, unser Fragment steckt in dem Felsen. Na toll, einfach super. Wieso ist das so hoch oben? Dieses Monstrum ist ein Gespür an einer ansonsten faszinierenden Grabungsstätte. Wenn wir einen riesigen Bagger hätten, um seine hässliche Visage zu demolieren. Aber leider sind selbst meine Möglichkeiten beschränkt. Obwohl, vor kurzem war dieser Bagger noch in einer perfekten Position, um dem Würfel seine Visage zu demolieren. Moment, ein riesiger Bagger? Fantastisch! Okay, ich habe jetzt etwas mehr Einblick in den Code. Moment, was ist, wenn ich das einfach ausschneide? Und einfüge, oh.
Manchmal bin ich sprachlos. Obwohl es natürlich auch sein könnte, dass ich wieder mal an Visionen leide. Das war diesmal richtig. Ja, oh, okay. Wenn man Sachen rumbewegt, scheint der Speicher instabil zu werden. Das mache ich nicht mehr. Drück einfach auf den Startknopf von diesem Ding da. Dann holen wir uns ein Brückenteil. Okay. Oh, wir dürfen nochmal zurück zu meinem Lieblingslied. Gut, dass wir jetzt zweimal da waren. Da konnte ich das Lied öfters hören. Aha. Da 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 da. Dum 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 dum. Yeah. Woo. Da 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 da. Electro. Da 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 da. Electro. Setz die Batterie in die Konsole der Schaltanlage. Das ist geradewegs anti-cool. Hey, gib uns unsere Batterie zurück. Oh. Das ist der Tag, an dem die Musik starb. Nein. Das doch gerade. Nein. Was hast du getan? Die haben gesagt, ich soll die Batterie da rausnehmen, aber da war die Musik weg. Woher soll ich denn wissen, dass die hier für Strom gesorgt hat? Nö. Mann, Wilhelm. Der ganze Strom ist weg. Oh. Ich will's wieder rückgängig machen. Kannst du nicht. Mann. Was sind die Typen? Oh. Ihr Drecksäcke. Ah, okay. Und? Ja. Jawohl, ja. Schnapp dir das Ding und weiter. Bravo. Du hast einen Schandfleck entfernt und mein Projekt sehr vorangebracht. Cool, Mann. Okay. Siehst du das dritte Teil oder nicht? Check dein Echo. Wir treffen uns dort. Lilith, ich weiß noch, wie sie das erste Mal im Firestone aufgetaucht ist. Die Banditen haben nicht gecheckt, was da über sie kam. Hauptsächlich, weil sie meistens unsichtbar war. Mach schon, wir müssen diese Brücke reparieren. Ich habe das Gefühl, dass immer ich die ganze Arbeit mache. Captain, bist so ruhig, Mann. Was ist los? Jo, Captain, was ist los? Hey, Captain, was ist los? Hey, komm, ich versuche ein bisschen fein für dich zu sein. Rede mit mir. Hey! Hey, Buddy, was ist los? Mensch, Crappy. Das
Brückenteil ist dort unten. Das ist ein echt übler Sektor. Jo, Kleppi. Was ab? Hier, das letzte Teil der Brücke ist ganz oben. Du kannst drauf springen. Denkst du, das ist Luft, was du gerade atmest? Guter Spruch, aus einem Sebrenfilm. Du musst auch da drin atmen. Die Umwelt ist Teil der Simulation. Blablabla. Bla, bla, bla. Oh, bin so schnell. Spielöffentlichkeit. Oh nein! Jo, Kleppi, was ab? Rede mit mir, Freundchen. Rede mit mir. Komm schon, Kleppi, rede mit mir. Sei nicht so sauer. Ja, eins ist sicher. Dieser Code ist das totale Chaos. Hey Daniel, bist du jetzt etwas sauer wegen Lille? Oh, du magst Lille doch so gerne. Hierher! Wieso klingen die Stimmen dieser Projektionen so komisch? Ja, ich glaube, da gibt gerade ein Virus um. Diese Leute klingen krank. Au! Jo, Daniel, spiel doch nicht die beleidigte Leberwurst. Everything will be fine. Everything is so nice. Everything is the best. Man muss sie ja nicht lange aushalten, Mann. Das kriegt dich wieder ein. Ach, Daniel, please. Ach, Daniel, please. Rede mit mir, rede.